Castcrafter hat einfach das alles hier abgerissen, was hier stand, dieses Haus. Warte, lass einfach bei dem im Lager klauen, okay? Das mag der. Und ich werde dir die Tage auch ein Haus bauen. Ich verspreche dir das jetzt hier mal. Einfach mal ein komplettes Tor ausgefriest sein. What the, wie geil bin ich? Hör auf, hör auf. Oh mein Gott. Revi, ey! Da wir hier bei Minecraft keine Meta-Regel haben und mir mehrfach Dinge aufgefallen sind. Hallo? Ja, Leute, im Chat wurde schon gesagt, wir haben hier nach wie vor immer noch das Ding hier stehen von Tobi, da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Revi, du hast meine Sachen gesprengt, das geht nicht. Der Ork hat hier irgendwas gemacht. So, und dann habe ich das jetzt schon oft im Chat gelesen mit meiner Bank. Post von der Bank, Revin Pogview Site. Hallo Herr Revin Pogview Site, Ihr Bankgeschäft wurde eingebrochen, alles Guthaben wurde entwendet. Möglicherweise werden die Dieben sich bei Ihnen melden. Die Bank wird mit ihrem Sicherheitspersonal versuchen, Ihnen zu helfen. Wählen Sie sich weiter, wenn Sie... Die Sparkasse? War's das? Ich krieg meine Kohle nicht wieder? Vermisst du? Bist du sicher? Ja, ein Blitzableiter kann dir helfen, dein Anwesen ist unsicher. Was ist das hier? Ein Blitzableiter kann dir helfen, dein Anwesen ist unsicher. Ein Blitzableiter? Oh, hier steht sogar was. Chillig. Ich bin gelb, ich bin süß, ich bin glitschig. Suche mich, ich verrate dir X. Wir haben eine Quest. Ich bin gelb, ich bin süß, ich bin glitschig. Der Honiggolem. Der Honiggolem. Der Honiggolem muss es sein. Aber wo steht's? Ich verrate dir X. Die Koordinate, wo unsere Sachen sind. Ist es hier? X. Willst du mir Hinweise? Kaufköpfe. X900. Wir machen jetzt die Quest hier weiter, Leute. Ich weiß, wer es war. 989 ist X. Kaufköpfe im Kopfshop. Ah, hier. Für Revi. Mehr Hinweise gleich. Ein Netherstar. Bitte hier reinlegen. What the f***? Wo soll ich jetzt einen Netherstar her haben? Halt's Maul, ich hab sogar einen. Okay, lege ich hier rein. Und jetzt? Warten? Worauf warten? Ist hier irgendwo eine Redstone-Schaltung? Nee? Wir warten mal ab. Den Netherstar, den werden wir wiederbekommen, sage ich mal, ne? Klar. Folgendes. Wir haben, beziehungsweise ich habe mich heute nochmal dran gemacht, Leute. Ich habe hier vorne mehr oder weniger erfolgreich gebaut. Ich muss mal ganz das Wasser holen hier. So. Ich habe Folgendes gebaut. Ich habe das hier heute gebaut, diesen Aufgang hier. So ein bisschen designt. Wenn man hochgeht, dann habe ich hier so Geländer hingemacht und sowas. Und das Ding ist, ja, Castcrafter hat einfach das alles hier abgerissen, was hier stand, dieses Haus. Das ist saukomisch. Irgendwie verstehe ich es nicht. Ich habe dann noch einfach mal heute hier unten das hier gebaut. Den Raum. Sau weird. Ich habe keine Ahnung, was mit diesem Survey gerade passiert. Es ist alles ganz seltsam irgendwie. Ich glaube, Vive wollte heute noch kommen. Oh Gott. Und ich hatte Vive tatsächlich eine Zusage gemacht. Die wird aber vielen Leuten hier nicht schmecken, meine Freunde. Aber wir müssen wahrscheinlich hingehen. So, schau mal auf den Friedhof. Was ist denn hier heute los an diesem Server, Leute? Was ist denn hier los? LOL. LOL. War ganz schön stickig hier unten. Basti? What the f***? Ist er zurückgekommen? Basti GHG? Basti ist einfach zurück. Was ist bei der Orgel? Ho? Z? Minus 33.000. Passt auf, jetzt mache ich Folgendes. Jetzt wird nämlich reingescammt, Leute. Jetzt wird reingescammt. Jetzt wird der Scammer gescammt. 33.000. Da brauche ich mehr Raketen. Geh über den Nether. Ich weiß nicht, wie man Nether, wie man das berechnet. Okay, welche Koordinate muss ich dann durch 8? Plus 8? Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Deshalb liegen hier auch so viel Obsidian, damit ich mir ein Portal machen kann. Das passt ja genau. 4015, ne? Minus 4015. Ja, okay. Wir holen uns unsere Dias zurück, meine Freunde. Okay, gut. Dann fliegen wir hoch. Halt mal Elytra das aus, ja, ne? Und jetzt muss ich auf 989. Wenn ich jetzt hier einfach ein Portal hinsetze, müsste doch klappen. So, wir müssen zu 989. Hier? What the f***? WTF? Was will er von mir? Sind wir hier richtig? Verarscht er mich oder was? Ich bin doch verarscht worden oder nicht? Ich bin eiskalt verarscht worden, oder? Dann wird gesprengt. Dann wird gesprengt, Digga. Dann wird gesprengt. Alles klar, Basti zockt. Ist okay. Hallo? Kevin? Hallo? Ja, was geht? Alles gut? Also, Basti, ich würde gerne mit Kevin alleine reden. Basti, ich weiß, dass du den Schatz geklaut hast aus der Bank. Du hast jetzt 3 Minuten Zeit, mir den zurückzugeben. Da gibt es ein YouTube-Video zu, Basti. Also, das ist jetzt, sag ich mal, dann noch unangenehm. Nee, pass auf, ich würde dich jetzt einfach bitten, also, die Sachen... ich würde halt auch einfach sagen, dass da ist eigentlich die Bank dran schuld. Das ist falsch, du Basti. Du hast die Bank ausgeraubt und sagst jetzt, die Bank ist schuld. Nee. Ja, das ist wirklich blöd. Ich war das nicht mal. Kann ich bitte einfach meine Sachen wieder haben, Basti? Einmal die Glocke läuten. Glocke wurde geläutet, Herr Jamers Time. Sie bekommen ihre Auszahlung. Sind das alle deine Dias, Revi? Ja, ich hab nicht mehr. Banksystem, ich mache hier nie wieder was rein. Alter, okay, die Kirche sieht diesmal sehr krass aus. Habe ich geil gebaut? Oh nee, sie wird von Dämonen befallen. Oh oh. Nee, ich bin weg, das ist keine gute Kirche, wenn die von Dämonen befallen wird. Wir gehen mal kurz hoch zu Joe. Kommt. Hey, Joecraft. Joecraft. Hey, Joecraft. Yo. Mach mal hier das Tor. Stell dich da vor, ich öffne es dir. Okay. Bereit? Ja. 3, 2, 1.
Eieiei. Digga, das ist ja doppelt sicher. Mach mal zu, wie geil. Okay, Achtung, zu. Oh. Von der anderen Seite sieht das geiler aus, wenn es zugeht. Wie geil, Junge. Also das Zumachen gefällt mir von der Seite besser. Achtung. Heftig, Joe, heftig. Chilliges Ding, Digga. Wirklich, sehr chillig. Die Burg muss ja auch ein bisschen geschützt werden, Revi, was? Joe, ich mache mich jetzt hier einfach mal an das Torhaus hier dran. Gerne. Das Tor kann jetzt komplett, kannst schon alles bauen. Die Technik ist soweit fertig. Oben dort, wo dieser ganze Schleim ist, wenn möglich, nicht in die Nähe des Schleims bauen. Immer noch way too OP, dieses Tor, Leute. Checkt's euch. Immer noch zu geisteskrank. Immer noch zu... Also, hier kann jetzt irgendein Design hin für was halt ein Tor ist. Und ich habe überlegt, ob man nicht so ein monströses P baut, wie Pogwarts. Fühle ich, mag ich sehr, mag ich. Ja, ist eine geile Idee. Revi! Was? Spark verkauft Quarz. Wo gibt's hier? Doch hier. Es ist leer! Mann, ey! Warte, lass einfach bei dem im Lager klauen, okay? Das mag der. Ja! Was soll der machen, mich bannen? Dann werde ich ihn halt von Rust bannen. So sieht's aus, Spark. Bann gegen Bann. Jetzt habe ich nämlich einen Erpressungs-Spark. Der hier. Voll die... Wow! Wie viel? Warte. Ich lass einfach alles nehmen. Warte. Mess. Warte, ich mach kurz ein Video für Spark. Ich schick das dir mit WhatsApp. Oh. Hey, wie hat er das gemacht? Er schreibt böse, Revi. Fabo, lass es. Fabo. Fabo, warte, ich töte dich. Ich töte. Digga, wir sind Autist. Da. Ich finde, das Tor sieht super geil aus. Da kommt nochmal eine Stufe ran. Boah, das sieht schon fancy aus, das Tor, oder? Findet ihr es geil, Chat? Also, ist klar, ist jetzt nur so ein kleines Mockup. Ich schaue jetzt, wie sieht es aus. Lass das Tor. Funktioniert es schon? Kann ich einen Knopf drücken? Nein. Lass es bitte. Aber heute ist es wirklich ganz. Du musst links das Feuer noch hinmachen. Moin. Moin! Ich werde nicht zu dir Meister sagen. Alter, Lukas! Ihr zwei in einem Chat, was ist denn hier los? Fabo und ich? Ja, ja. Hey, wir spielen immer zusammen, wir sind Buddies. Okay, cool. Ganz kurz, Revi, wenn wir schon beim Thema Killen sind. Eigentlich haben wir ja das Kriegsbeil quasi niedergelegt. Das richtig. Problem ist, du hast mich geflaxt mit deiner Bankkarte, weil du die ganze Zeit hattest und trotzdem 10 Diamanten bekommen hast. Ja. Für nichts. Man muss auch mal, also... Man muss gar nichts, Digga. Nix muss man. Über was reden wir? Elytra. Nee, komm, Lukas, komm sie dir holen. Ja? Ja. Ich bin mal jetzt so frei und ich werde dir die Tage auch ein Haus bauen. Ich verspreche dir das jetzt hier mal. Ich baue dir ein Haus. Du baust mir ein Haus. Runter jetzt hier von dem... Lass das! Krieg ich jetzt mal bitte die Elytra? Nein, wir haben hier gerade voll das Bauproblem. Checkst du es nicht? Ja, aber ich bin doch jetzt hier hingekommen. Du hast gesagt, hol sie dir ab, ich stehe hier jetzt. Ich muss auch mal langsam machen. So. Hey, das sieht absolut kacke aus. Hä, hey, warum sieht das kacke aus, du Knecht? What the fuck? Findest du nicht? Ja, doch. Mach in der Mitte jetzt noch eine Slab. Ja, kommt doch. Oh, so nämlich. Sleekes Ding, oder? Einfach mal ein komplettes Tor ausgefreestylt. What the f***, wie geil bin ich? Alter, sick. Sieht geil aus, oder? Ey, ganz kurz, Revi, ich will nur kurz sagen, in der Zeit, du mir mein Haus noch nicht gebaut hast, wohne ich in deinem Keller. Nein. Also, Revi, ich weiß nicht, ob es gemein ist, aber ich hätte, also sagen wir so, ich hätte dir nicht zugetraut, so ein Design hinzukriegen. Also, Respekt. Ja, wait, dann lass mal hier, warum stehen hier so viele Blöcke? Ich drücke die ganze Zeit V für den Voice-Chat. Hör auf. Oh mein Gott. Revi, ey! So, ich hab dir gesagt, der Keller ist tabu und der Keller ist tabu. Gib mal meine Chestplate zurück. Deine was? Meine Brustplatte. Das ist meine gewesen. Das ist meine, wenn du mich jetzt noch einmal killst, ich verspreche dir. Das ist meine, gib sie mir zurück, ich hab's gerade aus. Es ist meine, okay. Hä? Ich hab dir eben nicht mal gegeben, die Chestplate. Wo ist meine Chestplate? Warte mal kurz, wo ist meine Chestplate? Hier. Er hat sie auch nicht, Leute. Ja, ich wurde jetzt gekillt für was ich nicht hab? Tut mir leid, war eine Durchsuchungsmaßnahme. Das ist meine Chestplate, die du anhast, du Du hast zwei Stück, ich hab's gerade gesehen, Lukas. Okay, Lukas. Ich hab sie nicht. Ich hab's gerade bei dir im Stream gesehen, gib sie mir zurück. Die anderen warten auf mich, ich hätte jetzt gerne mein Chestplate zurück, Lukas. Weißt du was? Mhm. Okay, bin ja kein 31er, ist gar kein Problem. Okay. Ja, ich sitze gerade nicht dabei, wir müssen erst mal verteidigen. Hey, Digga, Lukas, gib es! Spark, guck mal, das meine ich, der trollt die ganze Zeit rein, der hört nicht auf. Hör auf, meine Kisten zu berühren. Mietvertrag. Unterschreibt das, nichts dran ändern. Jeden Tag, yo! Also da müssen wir nochmal in die näheren Verhandlungen gehen. Okay, dann mach mir ein Gegenangebot und solange verlässt du mein Grundstück. Ciao! Thank you.